Hallo, herzlich willkommen. Ich spiele gerade gegen den Oberrichter Grimmstein auf Heroisch. Hat eben gerade schon mal geklappt, ihn zu besiegen. Deswegen versuche ich das Ganze nochmal. Ist zugegebenermaßen relativ situationsabhängig. Die Strategie, ja, also es baut darauf ab Runde 7, sodass man, sollte man den ersten Magier Antonius auf Hand haben, dass man den spielen kann und ja, im besten Fall spielt er dann Melos Mannersturm, dass man ja unendlich viele Feuerbälle auf ihn losschießen kann und somit dann in einem Zug ihn komplett auf ihn runterschießen kann. Klappt natürlich nicht immer. Das Publikum ist schon ganz ungeduldig. Aber bislang hat es jetzt euch kann ich's aufnehmen. bislang hat es schon mal geklappt. Und ja, mal schauen, ob es wieder hinhaut. So die Strategie drumherum, um diese ja, Situationen hervorzurufen, ist ja, also ich, ist so eine Art wie beim Freeze Mage, möglichst lange auszuhalten. Ja, verschiedene Zauber mit Frost zu spielen, um mich möglichst lange vor Schaden zu schützen. Eisblock habe ich mit dabei, Eisbarriere, ja, alles, um die großen Diener vom Feld zu nehmen, Verwandlung. Solange einige kleinere Diener dabei sind, die ein bisschen Schaden machen, soll mir das ruhig recht sein. Wenn ich ihn jetzt verwandle, dann steht er momentan bei 5 Schaden pro Runde, was komplett okay ist. Damit halte ich erstmal eine ganze Zeit aus. Frostnova habe ich noch dabei. Nächste Runde kann ich mit dem Akolyten des Schmerzens jetzt auch mehr Karten ziehen, sodass ich gewährleisten kann, dass ich den ersten Magier auch bekomme. Wobei ich jetzt überlegen muss, ob ich nicht Illidan ihm vom Feld nehmen soll. Könnte nochmal Riesen, auch wenn das Platz für einen neuen Diener schafft. Hab einen! Wen haben wir denn da? Den Elementarlord, der gerne Insekten zerquetscht. Al-Aqir! Das ist natürlich auch eine nette Kombo. Das war's. Was war nicht, dass er mir ein paar Kältekegel zurückgibt. Sehr gut. Das gibt mir jetzt die Möglichkeit, Karten zu ziehen. Direkt aus den Düstermarschen über Sturmwind hierher eingeflogen. Onyxia! Mir war es Schreies Tochter herauszufordern. Mehr Schmerzen. Ja.
wird es kuschelig warm in der Arena. Marin Geddon. Ein heißes Willkommen für Baron Geddon. Zumindest ist das ganze Mapling los. Der Drachenschlechter genannt. Applaus für Gruul! Ja, mit euch kann ich's aufnehmen. So, jetzt haben wir schon mal den Erzmagier. Ich hoffe, er spielt noch mit aus meiner Sturm. Alternativ könnte ich jetzt auch überlegen, mit Alex Trasa schon mal vorzugehen. Das würde mir die Möglichkeit geben, in der nächsten Runde Gruul vom Feld zu hauen. Probieren wir es einfach mal. Ihr Herz brennt mit ewiger Kraft. Ende jedes Zuges. Jedoch, passt schon. Sylvanas Windläufer! Ich habe keine Zeit für Spielchen. Okay. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich kann nichts aufnehmen. Also das Board kriegen wir auf jeden Fall freigeräumt. Ist die Frage, ob ich vielleicht sogar jetzt ohne Minos Mana Storm schaffe. Das wären und auf 20. Probier's jetzt einfach mal. Ich werde um euch. Spinderin, Drachenkönigin, Schlägerin in der Dunkeleisen-Arena. Na, wen würde er denn jetzt 15 setzen? Ich bringe Leben und Hoffnung. Okay. Das war natürlich sehr freundlich. Ich werde um euch trauen. Weg von der nächsten Mission hierher zurückgelegt. Also wie es aussieht, hat es jetzt auch ohne Minos Mana Storm geklappt. Nein, ich bin viel gefreut. Auf der anderen Seite, ich habe meinen Eisblock, den Erzmagier plus zwei Zauber, die ich spielen kann. Braucht meine Hilfe. Das sind zwei Feuerbälle.
die mir in der nächsten Runde den Sieg bringen müssten. Ah, doch, Eisbock. Ja gut. Sein Sohn soll eines Tages in seine Hufstapfen treten. Macht ein wenig Lärm für Kern Bluetooth! Verzagt nicht, Jüngelchen. Die Erdenmutter. Direkt aus Neu-Tüftlerstadt eingetroffen. Heißt seine Gnomheit Gelb. Ja, das bringt ihm jetzt auch nichts mehr. Herzlich willkommen. Nur ein bisschen schnell machen. Auch nicht verkehrt. Ja, sauber. Hat auch ohne die sehr relativ schwer hervorzurufen Combo nur das Mana Storm und den Erzmagier geklappt. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich habe doch relativ lange dran gesessen. Also nicht relativ. Also ich habe schon verschiedene Sachen probiert. Waren jetzt keine mehreren Stunden, aber war doch nicht ganz so einfach. So gehen wir mal kurz durch. Um zu schauen, was ich genommen habe. Zweimal Eislanze, zweimal Spiegelbild, Flammenkanone zweimal, Frostblitz zweimal, explosive Schaf habe ich mit drin. Untergangsverkünder habe ich nur einmal, weil ich ihn nur einmal habe. Würde ich ansonsten auch noch mal mit reinnehmen. Arcane Intelligenz zweimal, Karten ziehen, Eisberge zweimal, Eisblock leider auch nur einmal, wegen nur einmal vorhanden. Frostblock zweimal, Akolyte Schmerzens einmal. Zweimal Feuerball, zweimal Kältekegel, zweimal Verwandlung, zweimal Blizzard, zweimal Flammenstoß, erstmal Gantonias und Alexstrasza. Ja, wie gesagt, die Kombo erstmal Gantonias mit aus Mana Storm, die klappt, wenn sie dann klappt, extrem gut, dann ist man quasi durch. Ansonsten haben wir gesehen, hat es auch ganz gut diesmal ohne Milaus Mana Storm geklappt. War vielleicht ein. Weiß ich gar nicht, ohne Alexstrasza. Nee, hätte ja auch keinen Unterschied gemacht. War ein bisschen merkwürdig der Zug von ihm, aber. Naja. Ja, gut. Kann man bestimmt noch ein bisschen was optimieren. Ja, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und was ihr vielleicht noch an Verbesserungsvorschlägen habt. Und ja, für mich geht es jetzt weiter mit dem letzten Boss aus dem ersten Akt. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da euch das Video auch noch demnächst mal anschauen würdet.